Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch endlich meine digitalen Aquarellpinsel für Procreate vorstellen. Ich zeige euch in diesem Video, wie ihr die Pinsel und die Leinwände importieren könnt, wie ihr sie auch für euch anpassen könnt und dann stelle ich euch die einzelnen Pinsel vor. Ja, ich konnte lange nichts anfangen mit dem digitalen Aquarellieren, weil ich dachte ja, wenn ich mit Aquarell malen möchte, dann male ich auch mit echtem Aquarell und nicht digital. Aber das sehe ich mittlerweile doch ein bisschen anders. Also der Effekt von dem digitalen Aquarellieren ist einfach so schön und sieht so echt aus. Und das ist auch eine ganz andere Art und Weise natürlich, als mit echten Farben und Leinwand und Wasser zu aquarellieren natürlich. Aber auch eine ganz andere Art und Weise als das übliche digitale Malen. Und deswegen möchte ich euch auch die Techniken in den folgenden Videos dann vorstellen und erklären. Aber es hat eben was auch total Spielerisches und Schönes und natürlich kann auch nicht schief gehen. Es kann keine Farbe oder kein Wasser verkleckern oder sich irgendwo hinfließen, wo man das nicht möchte. Und genau, natürlich muss man auch nichts erst hinräumen und dann wieder wegräumen. Und das ist ja auch ein großer Vorteil, wenn man dann zum Beispiel auch mit Aquarell auf dem Sofa malen kann oder unterwegs malen kann. Ja, beim digitalen Aquarellmalen sind drei Dinge entscheidend und das eine sind die Leinwände, das zweite sind die Pinsel, also nur beides zusammen ergibt auch wirklich den Aquarelleffekt. Und das dritte sind die Techniken, die ich euch ja wie gesagt dann in den Videos vorstellen möchte. Also die Pinsel und die Leinwände bekommt ihr in meinem Etsy-Shop, den ich euch unter dem Video verlinke. Und wenn ihr schon andere Aquarellpinsel habt, dann könnt ihr auf jeden Fall dann aus den Videos, die dann kommen, die Techniken für euch mitnehmen. Genau, dann lasst uns starten. Also als erstes wollen wir natürlich die Pinsel importieren und dafür gehe ich hier auf die Dateien. Und je nachdem, wo ihr die gespeichert habt, ob in der iCloud oder in der Dropbox, braucht ihr einfach nur hier drauf zu gehen und die Pinsel werden automatisch in Procreate importiert. Und wie immer sind die hier oben, also werden ganz hier oben angezeigt in eurer Pinselliste. Ich lösche die jetzt hier mal. Das funktioniert auch gleich, wenn ihr das Ganze in der Dropbox gespeichert habt, wenn ihr über die Dateien hier reingeht. Wenn das bei euch nicht einfach durch Antippen funktioniert, dann könnt ihr hier mal länger drauf drücken. Und geht dann hier auf Teilen und dann wählt ihr hier Procreate aus und dann funktioniert das auch. Und wenn ihr jetzt euer Pinselset in der Dropbox gespeichert habt, also wie gesagt, über die Dateien funktioniert das bei mir einfach durch Antippen. Aber wenn ihr jetzt über die Dropbox-App hier reingehen wollt, dann ist es ein bisschen anders. Also ich habe jetzt hier das Pinselset ausgewählt und gehe hier auf die drei kleinen Pünktchen. Und dann auf Teilen und dann auf Datei exportieren und dann kann man hier Procreate auswählen und dann wird das in Procreate importiert. Und weiter geht es mit den Leinwänden. Also da ja der Aquarelleffekt nur entsteht durch die Pinsel in Verbindung mit den Leinwänden, sind die Leinwände natürlich essentiell und deswegen habe ich euch 5 verschiedene Leinwände vorbereitet, die auch in dem Set dabei sind. Und ich möchte euch jetzt erstmal zeigen, wie ihr die Leinwände importieren könnt und dann auch für euch anpassen könnt, von der Größe her zum Beispiel. Weil kann ja sein, dass ihr das quadratisch zuschneiden möchtet für Instagram oder dass ihr das kleiner haben wollt, damit ihr mehr Ebenen zur Verfügung habt. Genau, das zeige ich euch dann. Jetzt zeige ich euch erstmal, wie man die importiert. Wenn ihr in der Galerie seid, habt ihr ja hier oben den Button Importieren. Und den habt ihr auch, wenn ihr nicht in einer, in einem Stapel seid. Und da geht ihr drauf. Und dann geht ihr zu dem Speicherort, wo ihr das gespeichert habt. Und tippt einfach auf eine Leinwand drauf und importiert die. Ich würde sagen, importiert die Leinwände lieber einzeln, um Procreate nicht zu überfordern. Und wenn ihr dann die Leinwände importiert habt, dann könnt ihr hier oben auf Auswählen gehen und dann wählt ihr einfach eure Leinwände aus und geht auf Stapel
Und dann werden die alle gestapelt und hier noch auf das X gehen, um das Ganze wieder ja, abzuwählen. Und dann habt ihr eure 5 Leinwände hier in einem Stapel. Du kannst deinen Stapel natürlich auch umbenennen, indem du hier auf das Wort Stapel gehst. So. Und dann einfach Aquarell-Leinwände eintippst oder was auch immer du dem Stapel einen Namen geben möchtest. Und dann hast du hier deinen Stapel mit den Leinwänden. Und ich würde auch empfehlen, wenn du dir jetzt eine Leinwand ausgesucht hast zum Malen, dass du dann einfach hier auf der entsprechenden Leinwand kurz nach links swipest und dann auf Duplizieren gehst. Und so hast du immer quasi ein Backup hier in deinem Stapel. Ja, natürlich könntest du auch jedes Mal wieder die Leinwand importieren, so wie ich dir das eben gezeigt habe. Aber ich fände das so einfacher, wenn die einmal alle hier drin sind, dass ich dann einfach immer nur die Leinwand duplizieren muss. Wenn du jetzt hier in eine Leinwand reingehst, dann siehst du die Textur, die ist bei jeder Leinwand ein bisschen anders. Und du kannst mal schauen, wenn du hier auf das Werkzeugsymbol gehst und dann auf Leinwand und Leinwanddaten, wie viele Ebenen du hier zur Verfügung hast. Es ist bei jedem iPad ein bisschen unterschiedlich, je nach der Leistung des iPads. Und natürlich erhalten wir mehr Ebenen, wenn wir die Leinwand zuschneiden. Das zeige ich euch jetzt mal. Sagen wir, wir wollen die Leinwand für Instagram quadratisch zuschneiden. Dann geht ihr hier auf Beschneiden und Größe ändern, hier oben auf Einstellungen. Und wenn ihr das jetzt 210 x 210 mm machen wollt, dann einfach nur das hier eintippen und dann auf Fertig. Dann könnt ihr nochmal schauen, ob ihr das vielleicht so hinsetzen wollt, dass das Reh hier in der Mitte ist, aber das ist eigentlich egal, weil das ist jetzt nur ein Beispielbild, damit ihr seht, was die Leinwände für einen Effekt haben. Und dann geht ihr auf Fertig. Und dann habt ihr eine quadratische Leinwand, dann können wir mal schauen. Dann habt ihr jetzt hier auf jeden Fall über 30 Ebenen mehr. Und die Leinwand ist so aufgebaut, dass ihr hier oben die Papiertextur habt und hier unten drunter wird gemalt. Also ich habe hier schon mal eine Ebene eingefügt, wo ihr direkt anfangen könnt zu malen. Das Reh könnt ihr einfach ausschalten oder löschen natürlich. Und dann könnt ihr das einfach mal ausprobieren. Genau, die Pinsel zeige ich euch gleich. Das Besondere an der Leinwand ist, dass ihr, die Ebene ist jetzt gesperrt, aber die könnt ihr natürlich entsperren. Ich mache nochmal das Reh an. Das Besondere ist, dass ihr hier diese obere Ebene ausschalten könnt, ohne dass das Reh selbst seine Aquarelltextur verliert. Also wenn ihr das jetzt hier ganz ausschaltet, seht ihr gar keine Aquarelltextur mehr. Das wollen wir natürlich nicht, aber so haben wir jetzt das Ganze ohne den Hintergrund und das ist dann wichtig, wenn ihr zum Beispiel PNGs, also Bilder ohne Hintergrund, zum Beispiel für Sticker oder sowas herstellen wollt oder wenn ihr zum Beispiel ein Motiv auf ein T-Shirt oder ein Kissen drucken lassen wollt. Genau, dann möchtet ihr ja nicht diesen weißen Hintergrund hier haben. Das zeige ich euch dann in einem der späteren Videos, wie ihr jetzt aus diesem Bild dann ein PNG herstellt. Auf jeden Fall ist es halt wichtig, dass man ja diese Papiertextur im Hintergrund ausschalten kann und das Motiv trotzdem seine Aquarellstruktur behält. Genau, die Leinwände habe ich deswegen extra so angelegt. So, und jetzt haben wir die Pinsel und die Leinwände in Procreate importiert und können einfach loslegen. Und ich möchte euch jetzt erstmal ganz kurz hier durch die Pinsel führen, damit ihr wisst, was hier alles drin ist. Also, es sind im Moment 88 Pinsel. Kann sein, dass da noch welche dazukommen oder dass sich das nochmal ein bisschen ändert, bis ich die jetzt ja, veröffentliche. Auf jeden Fall, die hier drin sind, bleiben alle hier drin.
Es kann höchstens sein, dass noch ein paar dazukommen oder sich die Reihenfolge vielleicht noch mal ein bisschen ändert. Also hier habe ich erstmal ja diese, sagen wir mal, Outline-Stifte. Also ihr könnt natürlich mit dem 6B-Stift, das ist jetzt kein Pinsel von mir, sondern von Procreate. Die getrocknete Tinte ist auch von Procreate, die habe ich einfach nur ein bisschen angepasst. Und Feinliner und Tuschefeder sind eigentlich von der Monoline abgewandelte Pinsel. Und die Tuschefeder ist auch ein abgewandelter Pinsel. Ihr könnt halt damit die Outlines vorzeichnen natürlich oder dann auch im Nachhinein für das Finish eurer Aquarellwerke ja, das als Outlines nochmal extra benutzen. Also viele Leute malen ja mit Aquarell und ja, fügen dann am Ende eben noch so ein paar Outlines hinzu, zum Beispiel mit Buntstiften oder mit Tusche. Genau, als nächstes haben wir die normalen Hauptpinsel, sage ich mal. Also wir haben hier Detailpinsel, einen Spitzenpinsel, zum Beispiel für Gras und sowas. Und die ganzen Rundpinsel, die zeige ich euch dann alle genau. Jetzt haben wir hier zwei Verwischfinger, die sind sehr wichtig beim digitalen Aquarellieren, das zeige ich euch nachher warum. Hier haben wir ein paar Salzeffekte, Splatterpinsel, hier haben wir zwei Radiergummis, genau, das erkläre ich euch dann auch noch. Und hier kommen ungefähr 50 Stempelpinsel. Genau, das werdet ihr dann in den Tutorials sehen, wozu wir die ganzen Stempel brauchen. Also ich finde, die machen halt den ganzen Spaß aus. Ja, es macht total viel Spaß, mit den Stempelpinseln zu stempeln und dadurch eben diese schönen Aquarelleffekte ganz einfach erzeugen zu können. Genau, also wie gesagt, das sind jetzt alles erstmal so ein paar Outline-Stifte. Und ich möchte jetzt gerne hier mit dem Detailpinsel anfangen. Also der Detailpinsel ist natürlich, wie der Name schon sagt, könnt ihr auch für Outlines und so weiter benutzen oder für kleine Feinheiten. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, mit den Pinseln einfach mal ein bisschen rumzuspielen. Einfach weniger Druck, mehr Druck, schneller und langsamer und euch das mal anzuschauen, was jeder einzelne Pinsel so kann. So, hier haben wir einen Spitzendetailpinsel, also zum Beispiel für Gras, wie ich ja schon sagte, weil der eben am Ende spitz ist, oder zum Beispiel für Haare oder ja, solche Sachen. Hier haben wir einen wässrigen Rundpinsel, also der Rundpinsel und dieser Rundpinsel sind eigentlich die gleichen, nur der hier ist wässrig und der hier hat gleichmäßiges Pigment. Also der wässrige ist so, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Blatt malen wollt, ich stell den mal ein bisschen kleiner, und ihr drückt hier am Anfang viel auf und dann drückt ihr immer weniger und dann habt ihr hier schon automatisch so einen schönen Farbverlauf. Da könnt ihr einfach ein bisschen mit dem Druck arbeiten. Also mehr Druck ist mehr Farbe, weniger Druck ist weniger Farbe und ja, genau. Dadurch vermalen die sich halt unheimlich schön, diese wässrigen Pinsel. Ich kann auch hier jetzt mehr Druck und dann wieder weniger Druck und dadurch ja, gibt es dann so einen schönen Farbverlauf. Und ihr seht auch, wenn man mehr drückt, erscheint hier so ein bisschen diese harte Wasserfarbenkante. Hier haben wir die gleichmäßige Farbe. Seht ihr auch, dass wir hier so eine leichte, dunklere Kante haben. Die Kante können wir aber auch nochmal anderweitig dunkler stellen. Das zeige ich euch dann auch in den nächsten Tutorials. Und wenn ihr jetzt so ein bisschen
ja, Bereiche aufhellen wollt, kann ich euch das gleich mal zeigen. Also das ist ja der normale Radiergummi. Der ist halt auch so ein bisschen geriffelt am Rand, weil Aquarellfarbe ja auch nie glatt ist. Ist ja allein durch das Papier. Und wie gesagt, wenn ihr das jetzt ein bisschen aufhellen wollt, dann könnt ihr diesen hier nehmen. Den habe ich immer hier so von der Deckkraft her in der Mitte ungefähr eingestellt. Und dann hier einfach so ein bisschen aufhellen. Also mit drei Fingern kann ich hier einfach löschen, wenn ich mit drei Fingern auf der Leinwand rupple. Dann haben wir hier noch einen größeren Rundpinsel. Also bei den kräftigen roten Farben kann man das schön zeigen, deswegen nehme ich das jetzt mal. Der ist auch bei weniger Druck, kommt weniger Farbe und bei mehr Druck bekommt ihr mehr Farbe und auch eine härtere Wasserfarbenkante. Dann haben wir hier noch zwei weitere Rundpinsel, die sind auch gleich, nur dass der eine eben wässrig ist, eine andere Pigment, also ne, dass der nur Pigment hat und dass die Farbe nicht ausgeht. Und die sind beide so, dass sie schon so eine eingebaute Aquarelltextur haben, in dem Sinne von, dass es hier hellere und dunklere Bereiche gibt. Also hier seht ihr diese helleren Blooms sozusagen. Genau, und wie ihr seht, ist der Pinsel auch farbdynamisch. Das heißt, jeder Strich hat eine andere Farbe. Das kann manchmal ganz toll sein, manchmal aber auch nicht. Also deswegen möchte ich euch nochmal zeigen, wie ihr den Pinsel anpassen könnt. Und zwar geht ihr dann einfach hier drauf und dann auf Farbdynamik. Und dieser Strichfarbenjitter besagt, dass der Pinsel mit jedem Strich eine andere Farbe bekommt. Das habe ich hier bei 7% eingestellt. Das ist ja bei Aquarellfarben auch oft so, dass ein bisschen andere Farbe noch am Pinsel ist und dass deswegen ja, verschiedene Farben zustande kommen. Aber wenn ihr das nicht wollt oder wenn ihr den Effekt nicht so stark haben wollt, dann könnt ihr es entweder hier ganz runterstellen oder zum Beispiel mal schauen, was es bei 5% macht. Dann hat man immer nur so eine kleine Farbabweichung. Und der wässrige farbdynamische Pinsel, wie ihr seht, hat halt auch hier noch so eine spezielle Aquarellstruktur, also mit diesen helleren Blooms und diesen dunkleren Stellen. Also der ist dann gleich noch ein bisschen interessanter als zum Beispiel ja, dieser Rundpinsel mit der gleichmäßigen Farbe, der keine weiteren Effekte drin hat. Aber manchmal möchte man das ja auch, zum Beispiel wenn man ein Gesicht hat von einem Menschen, den man malt, von einem Charakter, dann möchte man ja nicht unbedingt hier so helle und dunkle Bereiche haben. Das eignet sich zum Beispiel schön für Hintergründe. Ja, jetzt haben wir hier noch so einen Pinsel, der ein bisschen eine ausgefranstere Kante hat. Und diese Kante hier ist noch ausgefranster. Kann man zum Beispiel auch für... Gehen wir nochmal ein bisschen Richtung Blau. Ein bisschen größer. Zum Beispiel hier für eine Bergkante benutzen. Und da kommen wir auch schon zum Verwischfinger. Wir haben hier zwei. Das eine ist der Waterblender, der ist wirklich ganz smooth. Und das andere ist ja, der Bloomsblender. Der hat ja, halt noch so ein bisschen... Genau, der ist nicht ganz so smooth. Ich zeige euch jetzt erstmal den Waterblender. Also da könnt ihr halt die Farben hier richtig schön verwischen. Der ist ganz, ja, eben wie Wasser. Und der hier hat ein bisschen mehr Textur. Die werden wir sehr oft brauchen, die beiden Blender.
Und ich zeige euch nachher auch noch, warum. So, hier haben wir noch einen Rundpinsel, der eine richtig harte Kante hat, aber auch nur, wenn ihr doller aufdrückt. Wenn ihr weniger aufdrückt, bekommt ihr hier auch so einen schönen Farbverlauf. Und je heller das hier wird, also ich drücke jetzt nur ganz, ganz wenig. Und dann seht ihr auch, dass der gar keine Kante hat. Und wenn ich jetzt wieder doller drücke, dann hat er auch wieder diese harte Kante. Das ist mein absoluter Lieblingspinsel. Es ist ein kombinierter Pinsel aus zwei verschiedenen Pinseln. Und ja, ich zeige euch mal, wie der funktioniert. Also wenn ihr weniger drückt, ist natürlich erstmal so ein ganz normaler Strich. Und wenn ihr dann anfangt, doller zu drücken, dann entstehen da diese Blooms. Und wenn ihr jetzt hier auch dran entlang geht an den Strichen, wo ihr nicht so doll gedrückt habt, ich zeige euch das mal so, dann kommen diese Blooms hier so rein. Ich habe jetzt zu lang gehalten, deswegen ist dieses komische Gebilde entstanden. Ich zeige euch das mal schneller. Der ist auch farbdynamisch, wie ihr seht. Ja, und das ergibt einfach einen richtig schönen, richtig, richtig schönen Aquarelleffekt. Könnt ihr natürlich auch, wenn ihr jetzt hier zusammenhängende Flächen malt, kann man einfach sehr schön über den Druck bestimmen, wie dunkel und wie hell das sein soll. Und dann gibt es da richtig schön diese, ja, diese Farbeffekte. Das hier ist granulierte Farbe. Also ich weiß nicht, ob ihr euch mit der Aquarellmalerei auskennt. Ich habe versucht, diese granulierte Farbe ein bisschen ja, nachzustellen, sodass der Pinsel dann auch gleich so eine richtig schöne Struktur ergibt. Ist auch druckabhängig. Also könnt ihr auch mal schauen, wie das dann mit weniger Druck und mit mehr Druck aussieht. Und das ist auch so ein kombinierter Pinsel aus zwei verschiedenen. So, jetzt kommen wir zu diesem Leafy-Pinsel. Den habt ihr vielleicht schon mal bei Instagram in der Story gesehen. Also ist mein Blätterpinsel, der auch sehr druckabhängig ist. Also wenn ihr hier leicht drückt und dann immer stärker und dann wieder weniger stark, dann könnt ihr da so ein bisschen so einen Blatteffekt erzielen. Der Pinsel ist auch farbdynamisch. Also jedes Blatt hat ein bisschen eine andere Farbe und auch eine andere Textur. Und ja, das kann ich euch mal zeigen. Wenn ihr da jetzt zum Beispiel so ein Blatt mitmalen wollt, also erstmal ganz leicht nur aufdrücken und dann leicht und doller und ja, so auslaufen lassen. Also der ist ein bisschen tricky, der Pinsel, aber mit ein bisschen Übung klappt das auf jeden Fall. Und dann könnt ihr zum Beispiel auch wieder Bereiche mit diesem Wasserpinsel aufhellen. Also mit diesem Pine Tree Pinsel möchte ich gerne ja, Nadelbäume malen. Das ist ja auch ein bisschen Übung. Das zeige ich euch dann nochmal in den späteren Tutorials. Ich kann euch aber mal zeigen, wie das aussieht. Also so kann das dann aussehen. Ich habe das jetzt einfach mal ja, so ein bisschen probiert. Ich glaube, ich brauche da auch noch ein bisschen Übung dafür.
Das zeige ich euch dann auch in den späteren Tutorials. Hier haben wir noch einen trockenen Pinsel. Der auch so ein bisschen Textur gibt. Oder vielleicht auf einem Meer oder auf einem See könnte ich mir das schön vorstellen. Und hier haben wir noch einen trockenen Pinsel, der so ein bisschen streifig ist. Ich kann ja mal blau nehmen. Könnte ich jetzt direkt sogar mit den Blendern ein bisschen vertupfen. Da könnt ihr das gleich mal sehen. Das war jetzt zu viel. Hier haben wir noch die Blooms Brush, die halt wirklich so ja, schöne Blooms macht. Ich möchte euch dann gleich nochmal was zeigen. Und hier haben wir noch so eine Art Hintergrundpinsel, der auch je nachdem, wie ihr drückt, einen schönen Effekt hat. Und hier haben wir jetzt die Salzeffekte. Genau das wollte ich euch zeigen. Also da würde ich jetzt kein pures Weiß dafür nehmen, sondern hier von der jeweiligen Farbe eine sehr helle Farbe. Und dann kann man hier einfach so ein bisschen ja, ein paar Salzeffekte herstellen. Hier haben wir noch andere. Und hier haben wir noch eine dritte Sorte. Und hier haben wir noch die Splatter. Die dürfen ja auch nicht fehlen bei der Aquarellmalerei. Also hier haben wir ein paar größere, mittlere, kleinere, je nachdem wie groß ihr die natürlich einstellt. Hier haben wir noch ein paar ganz kleine Mini-Splatter. Und hier haben wir noch ein paar feuchte Splatter. Also die habe ich ja, fotografiert. Die anderen habe ich alle eingescannt, aber die habe ich fotografiert, als sie noch nass waren. Und die haben hier wirklich so einen richtig schönen, ja, fast schon edelsteinmäßigen Effekt mit dieser hellen Kante hier an der Seite. Und wie gesagt, hier haben wir den Radierer. Den Radierer habe ich zum Beispiel hier für diese Kante benutzt, die ja wirklich auch ja, sehr schön ausgefranst aussieht, wie eben typische Aquarellfarbe aussehen würde. Ich habe einfach damit einen geraden Strich gezogen und gehalten und dann hat sich eben natürlich eine gerade Linie ergeben und dann sah das schon so aus. Und anschließend kommen hier die ganzen Stempelpinsel, wie ihr die dann einsetzen könnt. Also ich kann euch das nochmal zeigen. Hier haben wir eine ganze Reihe Nass in Nass Stempel. Dann haben wir noch welche mit härteren Kanten und so eingebauten Blooms. Dann habe ich die Blooms selber mit diesem harten Rand. Das sieht auch immer richtig schön aus und richtig schön echt aus. Hier habe ich noch so ein paar Blätter und hier noch, ja, wie so eine Art Busch vielleicht. Hier haben wir noch quadratische und rechteckige Stempel, auch hier mit eingebauten Blooms. Und hier zum Schluss haben wir noch ein paar trockene ja, Stempel in viereckiger Form. Also diese trockenen rechteckigen Pinsel habe ich hier zum Beispiel für das Holz benutzt, für diesen Effekt. Also einige Striche habe ich auch noch mit dem Detailpinsel gezeichnet, aber andere, also diese ganz feinen hier, die habe ich, dafür habe ich die Stempelpinsel benutzt. Und für die Blätter habe ich zum Beispiel ja, diese Nasse-Nass-Pinsel-Stempel benutzt. Hier zum Beispiel hoch. Und hier seht ihr natürlich die ganzen Splatter-Pinsel. Ja, und damit habt ihr jetzt erstmal einen Überblick über die Pinsel und wisst, wie ihr alles in Procreate importieren könnt, sodass es dann bald richtig losgehen kann.
Also falls ihr Aquarellfarben auch so liebt wie ich und diesen Effekt auch ganz easy digital malen wollt, ohne dass es natürlich digital aussieht und so quasi das Beste aus beiden Welten verbinden wollt, dann freue ich mich schon, wenn ihr bei den nächsten Videos dabei seid, wenn ich euch die Techniken vorstelle. Also in dem Pinselset gebe ich euch als Bonus zwei Skizzen mit. Das hier ist die eine von dem Reh mit dem Baum und dem Vögelchen. Das ist auch die Frühlingsvariante von dem Bild, was ich ja im Winter mit einem anderen Zweigen gepostet hatte bei Instagram. Und das zweite ist dieser Topf, dieser Bärchentopf mit der Pflanze. Genau. Ich freue mich schon sehr darauf, mit euch diese Bilder zu malen. In der Zwischenzeit könnt ihr einfach mal die Pinsel nach Herzenslust mit den verschiedenen Leinwänden ausprobieren. Wie gesagt, probiert da einfach mal rum, mal mit viel Druck, mit weniger Druck. Probiert euch mal mit den farbdynamischen Pinseln aus, mit dem Verwischfinger, mit den Splattern und den Salzeffekten. Ja, also wie gesagt, ihr könnt ja einfach gar nichts falsch machen, ihr habt einfach mal Spaß damit und ja, vielleicht will ja auch der ein oder andere auch schon ein Bild damit malen. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr wieder den Hashtag ArtwithAnnie nutzt, damit ich eure Bilder auch sehen kann. Und ich habe mir noch überlegt, dass wir vielleicht auch noch einen zusätzlichen Hashtag nutzen könnten, der nur für die Aquarellpinsel ist, damit wir eure Aquarellwerke dort auch schön beisammen haben und gegenseitig bewundern können und uns inspirieren lassen können. Und dieser Hashtag heißt AquaLoveWithAnnie. Ich freue mich jetzt schon sehr, sehr, bin super gespannt, was ihr mit den Pinseln zaubert. Und lasst mir natürlich auch gerne eure Fragen da, falls ihr jetzt schon Fragen habt. Und wie gesagt, ich freue mich auf die nächsten Videos mit euch. Bis bald, eure Annie.